Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, es ist immer noch dieselbe Aufnahme, ich glaub's nicht. Wie oft nehme ich auf? Ja, wir wollten diese Wüste erkunden, zumindest ich wollte das, in der Hoffnung, dass ich ein Dorf finde oder sogar einen Tempel. Wäre nice, Leute, wäre nice. Gibt sehr effektiv Loot und, oh, bitte, bitte. Ich will alles dafür geben. Oder auch eben nicht alles, aber naja. Ich werde paranoid. Das ist aber ganz normal. Ach, das ist die Kackwüste. Ja, da wo nichts ist. Und das finde ich so toll, dass wir die jetzt gerade nochmal besuchen. Die Freude ist mir ins Gesicht geschrieben. Wir können jetzt schon wieder zurückgehen, Leute. Das war's. Aber bevor wir zurückgehen, hol ich noch das Zuckerrohr. Wenn wir zu Hause sind, pflanzen wir das Zuckerrohr an. Wir machen den Zaubertisch und zugleich den Amboss. Platzieren wir dann, ein Dungeon, Leute! Ich weiß nicht, wieso ich mich gerade aufrege. Dungeon. Richtig cool. Wir setzen hier eine Fackel drauf. Wir werden mal später hier zurückkommen, hoffe ich doch mal. Aber wir werden erstmal die Truhen plündern. Ich bin gerade begeistert. Wo? 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 Hallo? Gustav? Du schläfst mich? So. Gunpowder. Ah, wir sind voll. Gunpowder brauchen wir. Ich mach kurz eine Werkbank. Oh nee, ich hasse Zombies, Leute. Das sieht man nicht vielleicht so sehr, aber ich hasse Zombies. So. Gut, jetzt können wir das zusammen wieder nehmen, hoffe ich doch. Ah nee, geht nicht. Egal. So, das Holz tun wir weg. Dann wäre hier ein Name Tag. Wir kommen ja noch bald zurück. Ah, kann ich das nicht nehmen? So, jetzt. Na, wir sind voll. Das war echt unpraktisch. Ach, Eisen. Komm. Ah, können wir nicht einsammeln? Ich Idiot. Na komm, werfen das Sand weg. Nein. Jetzt können wir das nochmal machen. So, jetzt haben wir es. Fressen und abbauen. Ich höre schon die ganzen Viecher und ich habe keinen Bock mit denen zu kämpfen, weil wir gerade in einer Mine waren. Und jetzt wieder rausschwimmen. Ja, war doch gut, dass wir in die Wüste gegangen sind. Wir finden man schon einen Dungeon an der Oberfläche. Ah. Wir hätten sterben können. Oh, die Sonne geht unter. Nein, wir müssen nach Hause, Leute. Schnell. So, da ist der Kompass. Da. So, der wird uns den Weg weisen. Und wir sollten uns jetzt tierisch beeilen. Denn ich will nicht in der Nacht hier draußen bleiben. Man hört gerade, wie sehr ich in die Tasten haue. Also, so bewegt man sich immer schneller. Ah, ich kann auch gedrückt halten. Es geht aber besser, wenn ich einzeln drücke. Dann kann ich auch zugleich mich ein bisschen umgucken. Ah, scheiße. Das schaffen wir nicht. Die ersten Monster erscheinen gleich. Komm schon, bitte. Erbarmen. Hier hoch, da hoch und hier hoch.
Und da hoch. So. Wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Komm. Super. Ich mach ganz diese verstörende Geräusche. Nein. Ah, wir haben es geschafft. Super. Jetzt kommen die ersten Monster und ich hab schon Schiss. Denn ich will nicht gegen Monster kämpfen, ich will nach Hause. Das Lustige ist, die Monster haben keinen Grund, mich zu töten. Weil die Frage ist, wieso töten Monster sich nicht selbst, gegenseitig? Ja. Ach nee, mein Dach ist voll. Na gut, essen wir was? Ich will sehen, wie der Kampf endet. Mit einem Creeper auf dem Dach. Ich freue mich. So. Du Hexe! Komm schon, steh auf. Es liegt ja noch der ganze Loot. Scheiße, wir müssen pennen. Hilfe. Nein. Du nicht. Komm schon. Hau ab. Haha, veraltet. Wir brauchen Fenster. Habe ich jetzt zufällig gerade bemerkt. So, wir machen. Boah, wir müssen mal pennen hier. Wir müssen mal alles machen. Oh, das ist super. Ich finde jetzt die Sachen, die spawnen hier von der guten Hexe. Oh, jetzt brauchen wir Leder. Ich glaube es nicht. So. Nein! So, jetzt haben wir ein Buch. Jetzt können wir, glaube ich, den Zaubertisch schon herstellen. Können wir? Ja, wir haben einen. Ich freu mich echt wie so ein Kleinkind. Oh, ich würde sagen, wir platzieren den hier. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Eisen. Das kommt dran. Das kommt rein. Das. Nein, das nicht. Das kommt rein. Und das kommt rein. Ich will diese. Falls diese Hexe einen Trank geworfen hat, also verloren hat. Hat sie! Leute, wir haben einen Trank! Ah, die Folge ist super. Dungeon und Trank. Creeper hier runtergesprungen. Dann gibt's Bumm. Ja, was für einen Trank haben wir denn jetzt? Bitte. Trank der Heilung! Yeah! Oh, ich kann jetzt nicht pennen wegen der Spinne hier. Und Glowstone haben wir auch bekommen. Super. Zuckerrohr. Und Obsidian. Jetzt machen wir uns noch hier schnell ein Feuerzeug. Mit Flint. Also Feuerstein. Boah, ich sind heute echt produktiv. Schere können wir jetzt auch machen. So. Ich will pennen. Ja, dann warten wir einfach. Wir brauchen den Stack. 1, 2, 3. So, manche wissen schon, was ich jetzt vorhabe. Den Amboss-Spam. Jetzt können wir jetzt endlich mal hier Sachen schmieden. Und unser Haus füllt sich langsam. Und ich bin dafür, dass wir eine zweite Truhe anlegen. Ah, noch eins. Mein Gott, hier draußen ist alles voller Viecher. Alles voller Viecher, meine ich. Nein, nicht da. Ah! Boah, ich habe mich jetzt voll erschreckt wegen der Spinne hier. Boah, hör doch auf.
Es hört sich an, als wäre da oben auf dem Dach gerade ziemlich was los. Mein Gott. Wäre jetzt cool, wenn ich mit Nico hier in diesem Haus abhängen würde. Also mit El Präsident. Ich sag noch immer Nico. Ja, richtig cool. Und wir müssen dann hier ganz jetzt überleben in diesem ganzen Spinnen auf dem Dach. Ich frag mich, was passieren würde, wenn ich hier so ein paar Blöcke entferne. Ob dann da ganz viele Spinnen und Creeper, Skelette reinkommen. Das Skelett jetzt nicht, euch keine, aber. Aber ich will unbedingt pennen. Na, das Bett, das setzen wir mal woanders hin. Das soll ja nicht so in der Mitte stehen. Die Nachtwürde steht da. Ich will hier raus. So, ich gucke jetzt erstmal, ob wir die Bücherregale schon herstellen können. Damit wir einfach besser verzaubern können. Sieben Bücher. Super. Jetzt fehlt uns das Holz. Ja, zwei Bücherregale haben wir schon mal. Das ist doch etwas. Nein! Ah, in den Ecken bringt das nichts. Ah, Mann, ich wollte das daneben platzieren. Aber in den Ecken bringt es nichts. Für die, die es nicht wissen, vielleicht habe ich jetzt manchen Leuten ziemlich dadurch geholfen. Hier in den Ecken setze ich mal Holzblöcke hin. Denn in den Ecken bringt es überhaupt nichts. Das wollte ich vielen Leuten noch erklären. Ja. So, was nehmen wir jetzt? Ich würde sagen, boah, ich weiß es nicht. Fünf? Effizienz 1. Hat sich voll gelohnt, Leute. 5 XP. So, hier ist das Schwert. Hoffentlich kriegen wir was Cooles. Oh, 11. Das scheint schon gut zu sein. Bitte, bitte. Ja, ja, wir haben ganz viel. Ich schaffe 2 Verbrennungen, 1 Rückstoß, 1, Leute. Geiles Tier-Schwert. Ey, dafür nur 11 XP. Das ist wirklich der Schärfe 2. Ich freue mich gerade wie so ein Kleinkind. Das Eisenschwert will ich auch verzaubern. Vielleicht zur Haltbarkeit, hoffe ich doch mal. 1. Nemesis der Gliedfüße. Ich bin begeistert. Immerhin. Für die nervigen Spinnen, die hier immer rumtingeln. Kommt mal her. Ja, kommt her. Put, put, put. Spinny. Spinny. Ich frage mich, ob eigentlich in den nächsten Versionen von Minecraft so ein paar neue Monster dazu kommen, zum Beispiel. Zum Beispiel ganz viele Nikos. Das ist doch auch schlimm. Etwas. Es ist Tag, endlich. Darauf habe ich lange gewartet. Wir haben 5 Zuckerrohr übrig. Das pflanzen wir jetzt an. Die Schiere legen wir weg. Und wir machen jetzt das Portal. Das lange ersehnte Portal. Holz weg hier, komm. Werkzeug rein. Faden weg. Ah, warte, wir können. Wir können jetzt so viel machen, ja. Ich freue mich voll. Ne, wir brauchen nur 5. Zu einem machen wir einen Bogen. Zum zweiten machen wir noch eine Angel. So. Und wo machen wir jetzt das Portal hin? Ich bin dafür, wir machen es hier. Oder? Nee, machen wir woanders hin. Das will ich irgendwie hier oben haben. Ja, hier oben will ich das irgendwie haben. Dein. Dein. Und die Folge ist rum, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis bald. Bye.